Ich hab nicht Ruprecht aus der Après-Ski-Hütte befreit. Na toll, jetzt ist er betrunken, benebelt und es schneit. All seine Kerzen brennen, so wie die Latten am Zaun. Wahrscheinlich wird er gleich auch noch versuchen abzuhauen. Bruder, was zur Hölle ist los mit dir? Mann, du trinkst und rauchst doch eigentlich nie Zigarette. Er schaut mich verlegen an, dann sagt er zu mir: Naja, die Damen da im Schirm sind halt in Ski-Unterwäsche. Ski-Unterwäsche, Ski-Unterwäsche. Ski-Unterwäsche. Ski-Unterwäsche, Ski-Unterwäsche. Naja, die Damen da im Schirm sind halt im Ski-Unterwäsche. Ich weiß sofort, was los ist, er muss horny sein. Ich fang uns von der Straße ein Rentier ein. Schick ihn nicht Ruprecht nach Hause, schöne Weihnachtstraum. Aber wehe, mein Geschenk liegt zu spät unterm Weihnachtsbaum. Eine Schneeflocke fällt ihm auf die Nase. Vor meinen Füßen hoppelt ein Hase. Er sagt Danke und dann gibt er mir ein Glühwein aus. Da bringt ein hübsches Mädel Ruprechts Rute raus. Sie sagt: Ruprecht, du bist ja so verwirrt. Ich bringe dich nach Hause, damit dir nichts passiert. Sie schwingt sich mit einem Hüftschwung aufs Rentier rauf. Knecht Ruprecht läuft die Sabber zum Munde raus. Und spätestens jetzt ist auch dem Letzten klar, warum Knecht Ruprecht so lange im Schirm drin war. Jetzt geh ich auch hinein, weil ich so horny bin. Auf einmal sehe ich, der Raffi sitzt auch dort drin. Raffi, Raffi, auch dort drin. Raffi, Raffi, der Raffi sitzt auch dort drin. Ski-Unterwäsche, Ski-Unterwäsche. Raffi, Raffi, in Ski-Unterwäsche, Ski-Unterwäsche.